Shalom, liebe Zuschauerinnen und Zuschauer. An der Grenze zwischen Israel und dem Gazastreifen ist es erneut zu schweren Unruhen gekommen. Rund 10.000 Palästinenser sind einem Aufruf der radikal-islamischen Hamas gefolgt, im Grenzgebiet zu demonstrieren. Gewalttäter warfen Steine und Brandsätze in Richtung der israelischen Soldaten. Diese antworteten mit Tränengas, aber auch mit scharfer Munition. Oppositionsführer Yair Lapid stärkte Regierung und Armee den Rücken. Die Welt muss wissen, das ist kein ziviler Protest. Das ist eine Terrororganisation, die Frauen und Kinder als menschliche Schutzschilde benutzt. Israel wird das nicht tolerieren. Ein Team von Focus Jerusalem verfolgte das Geschehen vor Ort. Es ist der dritte Freitag in Folge, dass es hier an der Grenze zum Gazastreifen zu gewalttätigen Protesten kommt. Hinter uns mischt sich der Rauch der brennenden Autoreifen in Gaza mit dem Tränengas, das die israelische Armee hier einsetzt, um den Grenzzaun zu schützen. Die Hamas bringt Zehntausende von Demonstranten hierher, ohne Rücksicht auf deren Leben. Es geht darum, den Grenzzaun zu durchbrechen. Israel hat das Recht, seine Grenze zu schützen. Und das wird die internationale Gemeinschaft auch anerkennen müssen. Nach palästinensischen Angaben gab es einen Toten und mehrere hundert Verletzte. Die Hamas hat weitere Protestaktionen angekündigt. Anlässlich des Holocaust-Gedenktages Yom HaShoah haben in Israel die Sirenen geheult. Sie brachten das ganze Land für 2 Minuten zum Stillstand. Auch auf den Straßen und hier an der Autobahnraststätte. Die Menschen stiegen aus ihren Autos aus und gedachten der 6 Millionen Juden, die während des Zweiten Weltkrieges ermordet wurden. In der Holocaust-Gedenkstätte Yad Vashem in Jerusalem fand eine offizielle Trauerzeremonie statt. Viele Holocaust-Überlebende nahmen daran teil. Im Rahmen eines Gesangsprojektes versammelten sich Überlebende und deren Familienangehörige, um gemeinsam das Lied Chai, eine Ode an das Leben, einzustudieren. Wissenschaftlern des Wüstenlandwirtschaftszentrums im Süden Israels ist es gelungen, Wüstentrüffel zu kultivieren. Möglich macht dies eine Symbiose zwischen einem seltenen vorkommenden Pilz und einem Wüstenstrauch. Der kommerzielle Anbau durch israelische Bauern kann schon nächstes Jahr beginnen. Damit wird Israel zum südlichsten Anbaugebiet des schwarzen Trüffels. Da Pilz und Strauch wenig Wasser und keinen Dünger benötigen, könnte der Anbau des Trüffels Israels kostengünstigste landwirtschaftliche Nutzpflanze werden. Der Marktpreis für Trüffel liegt bei rund 120 US-Dollar je Pfund. Byzantinischer Taubenmist soll den Negev begrünt haben. Das haben Archäologen der Universität von Haifa herausgefunden. Sie haben in den alten Siedlungen Shifter und Sa'adon sehr kleine und zierliche Taubenknochen ausgegraben. Untersuchungen zeigen, dass diese Tauben hauptsächlich zur Produktion von Düngemitteln gezüchtet wurden, um den landwirtschaftlichen Erfolg im trockenen Wüstengebiet zu steigern. Israel ist zurzeit in die Farben Blau und Weiß gehüllt. Das ganze Land zeigt Flagge zum 70. Geburtstag des Staates Israel. Auch Motorradclubs sind anlässlich des Nationalfeiertages mit dem Davidstern und der israelischen Flagge unterwegs. Der Feiertag gilt dem Jahrestag der Proklamation des jüdischen Staates durch seinen ersten Premierminister David Ben-Gurion. Im Jahr 1948 fiel der Tag auf den 14. Mai des gregorianischen Kalenders. Aus diesem Grund feiert Israel dieses Jahr zweimal, jetzt und am 14. Mai. Wir kommen zum Wetter. In Jerusalem scheint in den nächsten Tagen die Sonne bei Temperaturen über 25 Grad. Am See Genezareth liegen die Temperaturen bei 30 Grad. Das waren die Nachrichten für diese Woche. Tagesaktuelle Meldungen finden Sie auf unserer Webseite www.focus-jerusalem.tv. Machen Sie es gut!